Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground. Okay, wir haben noch einen Sprint vor uns. Dann gehen wir es doch mal an. Wieso? Gerade wo ich die richtige Steuerung raus habe. Und da lass es doch mal rausheizen. Okay, die Strecke ist es. Und ihr habt ein bisschen Vorsprung. Ist euer Nitro schon verballert? Ja, ist halt echt ganz interessant, was dann alles im zweiten Teil noch so an Sachen dazugekommen ist. Gerade so diese Quality of Life Sachen. Ah genau, das war die Handbremse, andere Seite war Nitro. Gut, gut, gut. So, du hinter mir fährst auch gerade Nitro raus. Du brichst zu weit aus. Das war's leider im Nitro, schade. Hier ist wieder ein bisschen viel los. Und so viel haben wir gar nicht mehr. Ich hoffe, dass wir dich noch kriegen, Kollege. Jetzt wäre Nitro praktisch. Oh, fuck. Ja, alles klar. Das war's. Ich warte mit dem Nitro. Und jetzt am Anfang ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen was rauszuhauen. Wird Zeit, dass wir da mehr kriegen. Aber ja, ich glaube, hier in dem Teil gibt es halt echt noch keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufrischen. Aber das hat sich tatsächlich gelohnt. Meine Güte, hör doch auf, hängen zu bleiben. Fahr doch einfach mal gemütlich diese Strecke entlang und bau keine Unfälle, Kollege. So. Naja, wie gesagt, du crasht hier immer nach vorne. Aber dafür wirst du ja auch ein bisschen langsamer, das ist gut. Dann können wir da nämlich mal vorbei, dankeschön. Auch hier hast du überhaupt keinen Grund auszubrechen. So, wie viel hatten wir denn hier noch an Möglichkeiten vorbeizukommen? Ja, geht noch. Ja, ich denke, jetzt kriegen wir es hin. Gut, die Abkürzung schenke ich mir mal. Ich weiß, also ich glaube, Abkürzung nutzen die gar nicht, oder? Kann das sein? Mit der hinten noch holen. Ich spiele auf einfach. So einfach ist es leider nicht mehr. Na, hier ist einfach zu viel Scheiße im Weg, Kinders. Wenn ich schon die Abkürzung mache, dann macht es doch wenig sinnvoll, dass ich was von hab. Okay, es wird schwierig. Ich brauche zu viele Versuche. Nicht gut. Nicht gut. Ich muss die alle gewinnen, oder? Ja.
Nur nochmal, um sicher zu gehen. Aber auch hier darfst du echt keine Fehler mehr erlauben. Das ist echt unschön. Es wird dann doch langsam wieder Zeit, aber ich glaube, wir haben Upgrade-mäßig haben wir halt nichts großartig da. Wenn ich das so richtig sehe. Aber dafür geht die Strecke jetzt mal etwas besser. Nein! Jetzt fahre ich mal gut und dann ist wieder Gegenverkehr. So, ja gut, ab und zu muss man halt doch mal auf die Bremse treten. Ich breche mal ausnahmsweise nicht aus bei dieser Kurve. Alles klar, vielleicht klappt es jetzt. Bisher sieht es besser aus, aber ich habe halt absolut keinen Vorsprung. Obwohl, die haben sich so ein bisschen verhakt. Hier ist noch eine Abkürzung, stimmt. Na komm, dann lass uns die jetzt mal nehmen. Wirklich gebracht hat es nichts. Na, du bist echt viel zu dicht. So, das spare ich mir tatsächlich. Ich habe notfalls noch ein bisschen Nitro. Meine Herren, du gottverfickter Sack. Zum Glück ist der auch reingefahren. Alter Finn. Dieser blöde Verkehr hier. Es ist so schon schwer genug. Da brauche ich nicht noch Wagen, die mir in die Fahrbahn reinhauen. Oh, naja gut, zumindest reicht's jetzt. Außer du ziehst jetzt noch Nitro durch. Das wäre unschön. Nee. Ja, zu viele Fehlversuche. Bitte so Sachen, ich möchte das jetzt in Zukunft wieder auf Anhieb schaffen. Danke. Ah. Sowas habe ich noch nie gesehen. Eddie vernichtet alle, die er auf der Strecke trifft. Sein Bart, oh, das war, glaube ich, cool. Das war, glaube ich, halt auch Ranglistenrennen, oder? Das ist ein Baum. Genau, das war alles klar. Okay, ja, aber... ist halt jetzt schwierig. Nein, nicht neu starten. So, wie sieht's denn aus? Wir haben Geld. Habe ich hier noch irgendwas an Leistung, was ich reinpacken könnte? Nee, oder? Gut, leistungsmäßig ist alles da. So, wie sieht es mit dem Subaru? Wahrscheinlich, oder? Haben wir da irgendeinen Unterschied? Ne? Ja, wirklich viel Unterschied beim... Auto macht's ja nicht. Ist mittlerweile egal, was für einen Wagen wir haben oder wie. Na gut, dann müssen wir es halt voll auf Leistung gehen. Haben wir eigentlich mittlerweile schon hier was Neues? Nee? Das bringt, glaube ich, auch nichts. Nö, wir haben ja schon welche drauf. Neon haben wir schon drin. Okay, dann müssen wir noch warten. Okay. Weiter geht's. Dann machen wir direkt im nächsten Sprint rein weiter. Knappen Viertel haben wir ja.
So. Naja. Der Eclipse. Hallo? Dann würde ich mich ganz gerne mal an die Spitze setzen. Okay, schauen wir, was das wird. Jetzt ehrlich gesagt auch wie üblich die Strecke nicht vorher angeschaut. Von daher lassen sie einfach mal auf uns zukommen. Ich weiß auch echt nicht mehr, ob diese Ranglistenrennen dann auch jedes Mal angekündigt werden. Bitte durch. Dankeschön. Okay, das setzt jetzt schon Nitro. Ich muss hier mit Handbremse rein. Oder mit Bremse auf jeden Fall. Ist gut. Ist verstanden. So, ich glaube, diese Abkürzung lasse ich halt einfach sein. Da ist zu viel Zeug im Weg. Baller ist jetzt leider halt auch schon ordentlich raus. Okay, da bist du auch noch übergegangen. Aber das kriegen wir hin. Nase juckt, sehr unsicher Zeitpunkt. Gut, ich könnte halt Pause machen. Aber ich gehe mal davon aus, so lang ist es nicht mehr. Bisschen Nitro bitte. Ja, Vorsprung ist halt nicht vorhanden. Leider. Wo ist doch noch? Ne, das ist die Startlinie, die wir da hinten haben. Ja gut, bisschen ist es noch. Möglicherweise kein Gegenverkehr. Beziehungsweise überhaupt Verkehr hier. Ah, okay. Ja, fahren wir nochmal rechts rum. Und schauen, was das wird. Und dann haben wir es. Okay, gut. Das hat es wieder auf Anhieb geklappt. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie auf die Rangliste sich auswirkt. Und ich könnte nicht mal die Nase kratzen. Sehr schön. Das Keller ausräumen gestern im Schutt war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Oder erfolgreich schon, ist nicht so ganz an uns liegen. Gemühlt hier. Lack 2. Ja, nichts was Leistung angeht. Ist nicht schwul, ist an mir vorbeigegangen. So, das wollte ich sagen eigentlich. Na gut, dann packen wir einfach mal Lack 2 drauf, ne? Nö, ist immer nur der noch. Okay. Können wir die Felgen eigentlich mittlerweile bemalen? Können wir? Schön, Motor können wir auch noch machen. So, machen wir das mal rot. Hat nicht so viel gebracht, ne? Aber gut. Passt. So. Alles klar, daran ist noch ein bisschen was geändert. Wir brauchen ja noch Rap-Punkte. Okay, 2 Runden K.O. Ne, 3 Runden sogar. Ja gut, ist ja bei K.O. immer so. Dann mal los. Na, ihr habt ja schon die Rücklichter hier. Hm.
Okay. Fängt schon mal gut an, vor allem direkt nach der X so eine scharfe Kurve einzubauen. Gar nicht mal so gut. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, genau, hier war es oben rum. Von der unteren Version war es oben rum besser, glaube ich. Und das sieht jetzt schon mal nicht mal so schlecht aus. Cool. Mit dir noch? Jawohl, guck mal. Nein. Hört auf, die ganze Zeit quer zu fahren. Okay, ja, die Strecke geht. Die Strecke geht auf jeden Fall. Da könntest du sogar fast mit Handbremse, glaube ich, rum. Möchtest du immer nach vorne preschen? Das finde ich nicht gut. Verzieh dich bitte wieder. So. Ich habe Glück gehabt. Dass da nicht gegen den Lieferwagen geprallt bin. Nicht schön. Würfel dann zu oben rum, ist besser. So, das war halt super ungünstig und ich glaube, so lange ist es jetzt auch nicht mehr bis zur Ziellinie. Das könnte es sogar schon gewesen sein. Ne? Na, ich glaube nicht, dass ich das noch aufhole. Gut, dann noch ein neues. Nee, es läuft nicht so problemlos, wie das mir lieber wäre. Gut. So, dann möchte ich hier bitte mal nach vorne. Du kommst jedes Mal hier gefahren, ne? Gefühlt skriptet der Wagen. Beziehungsweise dieser Verkehr hier. Ah Gott, hört doch auf, mir die ganze Zeit in den Weg zu fahren. Das ist super nervig. So, eigentlich dieses Open, dieses Straßenrennambiente mag, der Verkehr ist echt ätzend hier. Hey, wieso machst du... mein lieber Wagen, hör auf Abkürzung zu nehmen. Das ist meine Sache. Ich will die Rennen gewinnen, nicht du. Ist doch nicht. Wieso läuft das denn heute gerade wieder alles so scheiße? So, ihr habt euch da mal schön aufgeballt. Das ist schon mal ganz gut. Tick Nitro gönne ich mir dann auch nochmal. So, dann hoffe ich, dass es jetzt läuft. Sonst machen wir es halt in der nächsten Folge. Ich glaube, die Karambolage am Anfang hat schon mal ganz gut getan. So, dann geht ja schon wieder die Abkürzung. Ihr sollt außen rumfahren. Aber gut, vielleicht kann ich hier wieder ein bisschen Vorsprung aufbauen. Ja. Es ist aber zu viel Gegenverkehr hier. Meine Güte. Wenn ihr Abkürzung einbaut, dann macht doch welche, die mir was bringen. Die es nicht noch schwerer machen. Okay, jetzt sieht es aber schon mal besser aus. Müssen wir gucken, dass wir es jetzt noch heimbringen, das Rennen. Das ist eigentlich das größte Problem hier mit dem Hoch- und Runtergehüpfe, dass da irgendwie Gegenverkehr kommt. So.
Ah gut, diesmal fährst du auch so rum. So ist das brav. So will ich das haben. Gib mir mehr Vorsprung. Na, ihr holt jetzt auf. Ihr sollt mir Vorsprung geben. Kacke. Und auch hier nimmst du es die Abkürzung. So ist das nicht gedacht. Alter, hör auf vorzufahren. Ist doch nicht. So. Ab in die Ecke mit dir und schäm dich. Das sieht sich schon mal gar nicht schlecht aus. Das war sich relativ effektiv, sehe ich gerade. Sehr gut. Na gut, dann nehmen wir halt alles an Abkürzung mit. Ich traue mich hier jetzt auch echt nicht mehr Vollgas zu fahren. Jetzt soll ich doch lieber unten rumfahren. Vielleicht ist das echt sinnvoller. So, jetzt hat das besser geklappt. Wie gesagt, hier ist viel zu viel Verkehr auf dieser Straße. Du holst auf, du holst echt auf. Wir haben noch nie vor. Okay, ja, es wird halt echt schwieriger gerade. Das ist nicht meins. Aber gut, wir sind zumindest ein bisschen weitergekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Süßer, du bist auf dem Cover eines italienischen Tuner-Magazins.